Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus.
Guten Abend und ein herzliches Willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei Dave the Bank und natürlich auch herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend im Namen von Dave the Bank. Mein Name, ja, steht schon auf der ersten Seite, Stefan Friedrichowski, und ihr könnt mich auch gerne unmittelbar und sofort auch mit Stefan anreden. Wenn man genau mir zuhört, tue ich das Gleiche auch. De facto duze ich euch hier in dem Webinar genauso. Ja, ich bin dann mal wieder online, und zwar heute, Datum muss ich natürlich auch erwähnen, am 23. März 2021. Auch von mir mal wieder ein Webinar, gab hier schon ein paar extra Begrüßungen im Chat. Also von daher vielen Dank auch für die Grüße und alles, was sonst noch hier schon mir ausgerichtet wurde. Vielen, vielen herzlichen Dank. Heute Abend geht es um Renko-Charts. Wenn ich ganz genau bin, geht es eigentlich überhaupt nicht um Renko-Charts, weil die wirklichen Renko-Charts, die gucke ich mir gar nicht so genau an. Ich mache die ein bisschen anders, aber dazu dann nachher mehr. Aber de facto ist es trotzdem so ähnlich wie Renko-Charts. Und dass man daraus zum einen einen sehr schönen Perspektivwechsel bekommt und zum anderen, so wie der eigentliche Titel des Webinars ja auch ist, quasi eine leicht umsetzbare Forex-Trading-Strategie gewissermaßen schon geschenkt bekommt, ohne dass man groß irgendetwas tun muss, ist schon bemerkenswert. Und hängt auch ein bisschen einfach mit dieser veränderten Chartdarstellung zusammen. Also wir werden nicht mehr die reinen zeitbasierten klassischen H1, H4, welche Zeitebene auch immer uns angucken. Nein, wir werden halt wechseln auf die besagten Renko-Charts. Grundsätzlich, wie immer, Webinar wird aufgezeichnet, sollte ab morgen dann auch wieder auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung sein. Und wer Unterlagen haben möchte, Folien oder auch die Excel-Sheets, die ich nachher noch zeigen werde, wie immer gilt, einfach hier die E-Mail, vielleicht einen Screenshot oder sonst wie machen. Ich weiß, wenn ich es jetzt vorlese, ist es immer ein bisschen nicht wirklich zielführend. Ich mache es trotzdem, weil mein Nachname nun leider relativ kompliziert ist. Also die E-Mail-Adresse ist s.friedrichowski@jfdbank.com. Das Gute ist, den Nachnamen kann man auch relativ leicht googeln und findet die richtigen Treffer. Also von daher soll auch kein Problem. Und wenn alles vor dem Ad nicht ganz korrekt geschrieben ist, solange noch jfdbank.com da steht, erreicht es mich final auch auf jeden Fall, weil das wird leicht zuordnungsfähig sein für den Support bei JFD, wenn nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ist. Gut, also vorgestellt haben wir schon ein bisschen Renkos, also andere Charts, und daraus dann schließlich nämlich eine Strategie. Okay, bevor wir richtig einsteigen, die eine Vorbemerkung, die eine Folie, ihr wisst es, muss ich immer mal zeigen, bei jedem Webinar und natürlich auch bei diesem, da wir schließlich nicht über das Traden reden, ja, wir reden sogar über Trading-Strategien, wird es noch umso wichtiger, gilt es natürlich zu betonen, dass schließlich und endlich, wenn es ums Traden geht, ihr auf euch alleine gestellt seid, in eigener Verantwortung und in eigener Sache natürlich tradet. Also ist, glaube ich, ziemlich klar und ziemlich verständlich und soll natürlich hier auch wie immer einmal erwähnt sein. Die Gliederung heute ist relativ straightforward. Natürlich gucke ich direkt mal auf den Renko-Chart und will natürlich auch die Definition eines Renko-Charts relativ schnell anschließen. Als wesentliche Größe, werdet ihr sehen, geht es da halt nicht um die Zeit, Basis, sondern um die Preisgröße, in welcher Art und Weise wir da auch immer nachher drüber reden, was also die nennen wir sie mal Kerzengröße angeht. Bei dem einen gibt man die Zeit vor, H1-Charts, M5-Charts, 5 Minuten, D1, ein Daily, also jede Kerze entspricht einem Tag, und beim Renko-Chart gibt man die Größe vor.
Und man kann sich nachher noch überlegen, in welcher Unit, also in welcher Einheit. Und bei mir ist es ist die bevorzugte Größe in Prozent. Aber dazu später mehr. Und warum? Ich will schon euch abholen bei den normalen Renko-Charts und habe das danach dann einfach mal genannt, Renko-Charts nach Stefan. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin nicht der Erfinder von dieser Art von Renko-Charts. An der Börse kann man so gut wie gar nichts erfinden, was nicht schon längst erfunden wurde. Sondern ich habe es einfach nicht gefunden und ich habe noch nicht mal einen Indikator für meine Art der Renko-Charts gefunden. Ist aber trotzdem straightforward und auch ziemlich einsichtig. Da passiert nichts Kompliziertes. Aber es ist für mich die bessere Variante als die Renko-Charts, wie sie in der Literatur oder auch hier, wenn ich das bei Google eintippen würde, dann machen würde. Daher diese etwas andere Definition. Ja, und ihr werdet dann sofort sehen, ups, da haben wir ja schon fast automatisch einen Edge. Und der Edge ist das englische Wort für Wahrscheinlichkeitsvorteil und kommt immer so ein bisschen aus dem Pokern. Da redet man insbesondere immer über den Edge. Also wer viele Asse hat, hat definitiv einen Edge, was immer so zu bedeuten hat, naja, ich habe jetzt doch nicht eine Gewinnsicherheit, also keine Gewinngarantie. Aber wenn ich schon mal zwei Asse habe, habe ich sicherlich keine ganz schlechten Karten. Und deswegen ist es dann quasi ein Edge, ein Wahrscheinlichkeitsvorteil, aber halt keine Garantie. Das wissen wir von der Börse nur zu gut. Aber das Schlagwort steht ja schon, Counterbricks, also irgendwie Bricks andersherum. Renkos andersherum scheint die besagte Strategie hier zu werden. Und ist es natürlich auch. Also taucht ja hier schon auf. Gucken wir uns mal so einen Renko-Chart an. Und dann haben wir hier jetzt mal ein erstes Beispiel. Und da, wie immer gilt, und dieser Satz übrigens gilt genauso für zeitbasierte Kerzencharts, also die wir uns sonst mal normalerweise angucken. Man kann einem Chart eigentlich nie ansehen, auf welcher Zeitebene oder dergleichen er ist. Beim Renko-Chart, Zeitebene habe ich eh schon gesagt, hier ist was ein bisschen anders. Aber dass ich es zwar beigeschrieben habe, es ist ein Chart von Euro-kanadischem Dollar und dass die Brick-Size, also die Größe der Renkos, hier ein BIP ist, hätte ich mir gewissermaßen auch sparen können, weil ist ohnehin nicht relevant. Und ganz in klein taucht hier unten zwar irgendwie doch noch was mit dem Datum auf, aber A, ich kann es nicht lesen und ist auch nicht wichtig. Es geht darum, dass man hier schon mal erahnt, worum es im Renko-Chart eigentlich geht. Der Renko-Chart besteht immer aus sogenannten Bricks. Brick ist wiederum das englische Wort für Ziegel. Und naja, so ein bisschen sieht es halt aus wie so aufeinander gestapelte Ziegel. Und wie man sieht, in dem Fall, auch in der Art von Darstellung, gibt es weder Lunten noch Dochte. Aber was hier schon gleich auffällt, wir gehen noch mehr auf die Details nachher ein. Irgendwie sieht das so ein bisschen sortierter aus. Also, so normale Charts sind ja immer so ein bisschen leicht chaotisch. Irgendwie hat das hier schon so den Eindruck, wie alles sieht na, ein bisschen geordneter aus. Und wir haben dann hier zum Beispiel eine ganz lange Phase, wo der Preis ansteigt. Ich hoffe, man sieht mal kurz meine Cursorbewegung. Die wird nicht immer so ganz so sauber übertragen. Also etwas rechts von der Mitte, lange Anstiegsphase. Da natürlich long einzusteigen, wäre natürlich super gewesen. Und diese lange Abwärtsphase hier etwas später genauso natürlich ideal. Da sind dann mal eben grob geschätzt 15 Kerzen, Bricks in meinem Fall, weil es steht oben. Jede Brick ist ein BIP groß. Also schon auch eine ordentliche Bewegung von 15 BIPs. Also ist jetzt nicht die Monsterbewegung, aber dafür dürfte auch die zeitliche Dauer für die Bewegung, die wir jetzt gar nicht genau sehen, auch nicht allzu lang gewesen sein. Also erster Eindruck,
Sieht ein bisschen geordneter aus. Okay, könnte schon mal helfen. Kurz nochmal wirklich zur Definition der Renko-Charts. Ich habe schon erwähnt, wir reden immer gerne über Bricks, was dann wiederum Ziegel ist. Aber dieses Renko kommt in Wahrheit aus dem Japanischen. Da gibt es noch ein anderes Wort, nämlich Renga. Habe ich zumindest so gefunden. Also ich kann definitiv kein Japanisch. Also glaube ich mal, was ich da gefunden habe. Und das ist wiederum das Wort auch für Ziegel oder halt im Englischen für Brick. Was wir uns immer vergegenwärtigen müssen, das gilt jetzt ganz allgemein, wenn wir über wenn wir über Charts überhaupt reden, sei es die normalen zeitbasierten Charts, als auch jetzt hier über die Renko-Charts. Die Mutter aller Charts sind die Tickdaten oder der Tickchart. Das muss und ist logischerweise so. Ein einzelner Tick ist ultimativ, wenn wir über die regulierte Börse reden, eine abgeschlossene Transaktion zu einem gegebenen Bid und einem gegebenen Ask-Preis. Also gegeben ist er nicht wirklich, sondern der ist quasi ausgehandelt, in Anführungsstrichen, zwischen den beiden, der eine, der verkauft und der andere, der kauft. Und wann immer auf dieser Welt ein solches Handshake zustande kam, entsteht ein Tick. Das heißt, wir haben eine abgeschlossene Transaktion und die ist dokumentiert mit einem Bid und einem Ask-Preis. Und dazwischen liegt ja dann der bekanntlich der Spread. Ja, und davon kommt eine Transaktion an die nächste. Und das sind erstmal die Ticks. Ja, und jetzt hängt es einfach nur davon ab, was wir mit den Ticks machen. Die eine Variante, die uns wohlvertraute, ist, wir repräsentieren diese Ticks in Form von zeitbasierten Candlesticks. Man merkt es ein bisschen an meiner hier bewusst abstrakt gewählten Sprache, dass ich das ganz bewusst so ein bisschen formal abhebe, weil ich damit auch gleichzeitig sagen will, es ist eben nur eine Repräsentation. Also alles, was wir tun, ist, wenn wir zum Beispiel eine H1-Candle erzeugen wollen, dann nehmen wir von beispielsweise Euro-kanadischen Dollar alle Ticks, alle Transaktionen in einer ganz bestimmten Stunde, also die Stunde, die wir darstellen wollen. Und jetzt machen wir Folgendes. Diese vielleicht 20.000 Ticks, also diese 20.000 Transaktionen für Euro-kanadischen Dollar, gucken wir uns an. Naja, es gibt ein Open, das ist nämlich der erste Tick innerhalb dieser einen Stunde. Und der letzte ist dann der Close. Naja, und irgendwann gab es dazwischen einen High und irgendwann gab es dazwischen einen Low. Soll heißen, unsere H1-Kerze repräsentieren wir schlicht und ergreifend durch vier Zahlen. Open, High, Low, Close. Das geht immer so in der normalen Darstellung immer so schnell so unter. Und natürlich sind auch normale Charts, so wie wir das angucken, die eine gute Sache. Warum sind die quasi eine gute Sache? Ad hoc aus zwei Gründen. Der eine ist, es ist eine visuelle Darstellung. Wenn man die Ticks einfach als Zahlenkolonne darstellt, wird es besonders langweilig. Und wenn man die wiederum zwar grafisch darstellt, ist es ein schier fast ohne, also wahnsinnig viel Information. Und das ist genau die zweite positive Eigenschaft von normalen Candlecharts. Also erste ist die visuelle Darstellung. Das zweite, die Reduktion. Nämlich die Reduktion einer ganzen Stunde auf vier Zahlen. Und dann visuell dargestellt durch eine Kerze mit seinem Open, seinem High, seinem Low und seinem Close. Diese Reduktion ist deswegen gut, weil dazwischen lagen womöglich 20.000 einzelne Informationen. Die kriegen wir ohnehin in unserem Kopf nicht aufgenommen, also ich auf keinen Fall. Und von daher ist es praktisch, diese 20.000 Einzelinformationen, sprich Ticks, einfach so einfach darzustellen mit vier Zahlen.
und dann in Form einer Kerze. Coole Sache. Und deswegen ist das auch so eine tolle Sache und wird auch so viel benutzt, weil man das viel einfacher aufnehmen kann. Renko-Charts wiederum werden einfach dadurch erzeugt, dass man sagt, okay, wir haben eine Preisbewegung und immer nur, wenn eine besondere neue Schwelle erreicht wird, dann schließen wir unsere Candle. Also dann machen wir sie sozusagen zu. Fällt mir gerade ein, das habe ich irgendwo halb vorbereitet, dass wir uns da mal kurz was angucken. Das können wir uns ruhig hier nochmal eben tun. Das war das Falsche. Wo haben wir es? Da. Hatte ich nicht wirklich so vor, aber während ich erzähle, wird es mir deutlich, dass es doch sinnvoller ist, das nochmal hier zu machen. So. Kurze Darstellung, was habe ich hier? Ich habe hier von irgendeinem Tag Daten, wahrscheinlich Euro, US-Dollar. Ach, da oben steht's. Vom 16.09.2019. Ist auch wurscht. Und das sind genau hier die einzelnen Ticks. Und wie man sieht, können ja auch Ticks, ich mache es mal kurz ein bisschen größer, können Ticks auch durchaus auf dem nahezu identischen Preis sein. Also hier haben wir die ersten Ticks, haben zwar den gleichen BIP-Wert, aber variierende Ask-Preise. Und das sind genau solche einzelnen Ticks. Jetzt mache ich hier keine wirkliche Transformation auf den Renko-Chart, aber ich will zumindest mal kurz illustrieren, was hier eigentlich passiert. Wenn ich einfach beim ersten Preis anfange, der ist hier bei 1,10831, und sage, okay, ich möchte eigentlich erst dann wieder aufgeweckt werden, wenn der Preis sich um 0,01 ändert, dann passiert jetzt in meinem Fall für die gesamte Dauer gar nichts. Okay, war vielleicht ein bisschen viel. Machen wir das mal nur halb so groß. Und jetzt sehen wir, dass im oberen Teil, genau in der Mitte ungefähr, die erste Bewegung nach unten kommt. Im unteren Teil sind die einzelnen Ticks sozusagen direkt dargestellt. Hier kann man genau erahnen, wie jetzt so ein Brick entsteht. Weil wir haben gefragt, okay, wir fangen beim ersten Preis an, 1,108 und noch ein bisschen. Das ist genau hier oben der Startwert. Dieser Brick, der hier startet, ist dann zu Ende, wenn wir erstmalig um 0,005 entweder nach höher sind oder niedriger sind. In meinem Fall niedriger. Deswegen kommt hier irgendwann die Stufe nach unten. Das heißt, wir hatten hier einen ganzen Haufen vieler Bewegungen, aber erst hier knapp vor 12 Uhr haben wir die Schwelle erreicht, dass ich sage, okay, jetzt ist der Brick zu Ende, jetzt ist die Kerze zu Ende. Ihr merkt, es ist preisbasiert, nicht zeitbasiert, wie bei der klassischen Darstellung. Machen wir den mal kurz noch ein bisschen kleiner. So, dann sieht es hier plötzlich so aus und wir kriegen hier mehrere Stufen rein. In dem Fall gehen alle Stufen weiter nach unten. Und hier ahnt man schon, was das Tolle nachher an der Brick-Darstellung ist. Die Nächte oder Abende verschwinden nachher in einem einzigen Brick. Da ist ohnehin nichts los. Also wie man hier unten das ja auch sieht, entlang der Uhrzeit passiert die ersten 8 Stunden relativ wenig. Und ab 16 Uhr passiert ebenfalls wieder nichts. Das sieht man natürlich jetzt hier im oberen Teil genauso. Nur in der wirklichen Brick-Darstellung verschwindet dann das Ganze komplett in einem Brick. Das ist cool, weil zeitliche Bereiche, in denen ohnehin nichts passiert, was soll ich die durch viele, viele kleine Kerzen, die ein bisschen rauf, ein bisschen runter gehen, irgendwie darstellen? Habe ich eh nichts von. Und so geht das hier, auch wenn man das immer kleiner macht, werden die Stufen sozusagen immer feiner und so entstehen in Wahrheit Brickcharts. Wenn ich kleiner mache, gehen auch mal zwischendurch wieder welche nach oben. Und so
haben wir die Entstehungsgeschichte, also von dem Ganzen. Gut, da hoffe ich, ist zumindest klar, wie BRICS entstehen. Und der wesentliche Unterschied, deswegen schreibe ich es hier unten auch nochmal auf der Folie als Zusammenfassung: Candlesticks sind zeitbasiert und Renko-Charts oder Renko-Sticks oder Candles, wie auch immer man das jetzt nennen will, sind preisbasiert. Eine weitere Aussage mache ich jetzt hier nur rein verbal, die kann ich nicht mal eben beweisen. Es erfordert nämlich ein bisschen mehr Analyse. Man kann hinterfragen, welche Chartdarstellung hat den höheren Informationsgehalt. Also jetzt ein ziemlich abstrakter Begriff und allein den zu definieren, wäre jetzt schon nicht ganz trivial. Aber nehmen wir das einfach mal, wie es ist, und nehmen unsere intuitive Definition oder Verständnis von Informationsgehalt. Dann ist irgendwie klar, je kleiner ich meine Charteinstellungen mehr mache, so mehr Information entsteht. Also von D1 auf H1 auf M5, ja, kann man nachvollziehen. Wenn ich jetzt aber als nächstes sage, dass korrespondierende Anzahl von Kerzen, dass dann Renko-Charts den höheren Informationsgehalt haben als Candlestick-Charts, ist nicht intuitiv. Also obwohl die Anzahl jetzt meinetwegen die gleiche ist, habe ich trotzdem mehr Information in einem Renko-Chart. Und zwar in einer abstrakten, sogar physikalisch oder informationstheoretischen Art und Weise. Lassen wir das mal wieder beiseite. Wichtig ist, da ist mehr drin, mehr Information, und zwar die relevante. Es liegt genau daran, dass wir in klassischen Charts Informationen, also nicht wirklich, wenn wir nachts da 20 Kerzen haben, also das passt jetzt nicht von der Zahl, aber egal, also die ganze Nacht kleinen Bewegungen, da ist nichts. Da geht es ein bisschen rauf, ein bisschen runter und da ist keine neue Information. Außer die Tatsache, dass lange Zeit keine neue Information entsteht. Das ist die einzige. Ja, das kann ich mir sparen. Und deswegen, wenn ich also gleich viele Zahlen habe im Renko-Chart und im Candlestick, habe ich mehr Informationen im Renko-Chart. Es wird sogar ein bisschen visuell, glaube ich, deutlich, wenn wir uns mal hier einen Vergleich angucken. Und zwar, hier habe ich nochmal gleichzeitig dargestellt einen DAX-Preis. Und der war hier ursprünglich ein M5-Chart. Und darunter einen Renko-Chart, hier in dem Fall mit einer Brick-Size von 5 Punkten, also für den DAX. Was natürlich nicht geht, ist, dass, also formal wird es schon gehen, oder dazu müsste ich hier die Grafiken irgendwie durch die Gegend dehnen und stauchen, die zeitlich wirklich gegeneinander zu vergleichen. Das ist nicht ganz trivial. Ich habe es hier mal gemacht, indem ich einen Punkt mal sauber markiert habe, wo ich genau weiß, dass dieser Punkt der identische ist. Und das ist dieser blaue Doppelpfeil vorne und hinten, markiert die gleiche Stelle zeitlich und preislich im Chart. Und hier kann man so ein bisschen erahnen, wieder das, was ich so den Informationsgehalt genannt habe, oder visuell, dass es dass irgendwie so ein Renko-Chart aufgeräumter ist. Also der DAX, ehrlich gesagt, wenn ich mir den hier so angucke, tendiere ich zu seitwärts und sonst gar nichts. Natürlich kann man das ein bisschen detaillierter beschreiben und charttechnisch analysieren. Die ein oder andere ABC-Variante würden wir ja auch noch reingemalt kriegen. Aber richtig sauber und schön wird das nichts mit unserem M5-DAX-Chart, der hier oben ist. Anders mit dem Renko-Chart darunter. Da sogar die 1, 2, 3 Wellen einzumalen, wäre gar nicht so schwer. Und obwohl das ja gar nicht mein Metier ist, sehe ich hier auch sofort, hey, schön aufgeräumt, damit kann ich was anfangen mit dem Chart. So würde ich auch, selbst wenn ich diskretionär handeln würdet aus dem Chart heraus, dann würde ich definitiv so hier loslegen.
Also nochmal, die zeitliche Korrespondenz weiß ich, deswegen habe ich den Pfeil so eingemalt, wie er ist. Und die ganze Bewegung, die danach hier so stattfindet, passiert hier in den paar wenigen Candles. Wir sehen halt hier noch die schöne Aufwärtsbewegung, das ist die hier vom DAX. Naja, und dann passiert einfach lange Zeit nichts. Und selbst das bisschen, was wenig passiert, wird dann hier im Renko-Chart etwas schöner dann dargestellt. Gut, wenn das unsere Renko-Charts sind und das unsere bessere Bewegung, muss ich natürlich jetzt noch sagen, ich habe ja gesagt, irgendwas mache ich noch anders. Okay, ich gehe noch mal kurz zu dem, was ich anders mache, zurück zu dem Bild, was ich schon hatte, um hier meine Kritik an der klassischen Definition eines Renko-Charts noch eben loszuwerden. Und zwar, meine Kritik ist gewissermaßen deutlich, wird sie an so Stellen wie genau hier in der Bildmitte an diesem Umkehrpunkt. Wir haben zunächst mal hier eine Abfolge von sechs, sieben roten, schönen Shortkerzen. So weit, so gut. Wenn man jetzt genau guckt, sieht man, was hier so ein bisschen strange ist. Wie diese letzte rote Shortkerze entstanden ist, kann man sich ja leicht vorstellen. Also hier ein Open. Da unten ist sozusagen der Close von dieser Renko-Kerze. Und jetzt komme ich ins Stottern. Eigentlich will ich ja immer, dass bei Kerzen der Close einer Kerze und der Open der nächsten zumindest auf vergleichbarem Level sind. Die müssen nicht auf genau dem gleichen Level sein. Das kann an allem Möglichen liegen, wie zum Beispiel Gaps übers Wochenende oder in einem DAX-Chart, wenn kein 24-Stunden-Handel da ist. Aber eigentlich sind wir es gewohnt, dass der Open einer neuen Kerze ungefähr da ist, wo der Close der vorherigen Kerze. Und so ist es natürlich auch prima, weil, also will ich es auch haben, weil ich will ja eigentlich Trade-Entscheidungen treffen. Naja, jetzt idealerweise warte ich nicht auf den Close einer Kerze. Das kann ich auch in einem normalen Candlestick-Chart machen. Treffe meine Entscheidung und zum Open der nächsten Kerze öffne ich meinen Trade. Das ist natürlich für die, die direkt aus dem Chart handeln und eher einfach hier und jetzt entscheiden und dann sagen, ich kaufe hier und jetzt um 15:38 Uhr. Die trifft natürlich das, was ich jetzt gerade so detailliert beschreibe, nicht. Und auch nicht, wenn man irgendwelche Art von Stop- oder Limit-Ordern setzt. Aber wer eher auf Handelsstrategien aus ist, die vollautomatisch abgearbeitet werden, denkt eher in, okay, jetzt habe ich den Close einer Kerze, ich sollte eine Entscheidung treffen oder meinen Algorithmus und zum Open der nächsten Kerze, da eröffne ich meinen Trade. Naja, das kann ich jetzt hier nicht. Das liegt daran, weil hier wird als Definition von Bricks einfach verwendet, immer wenn eine komplette Brick abgearbeitet ist, den male ich. Hat aber nichts damit zu tun, wo der Brick geöffnet, also wann der Open wirklich ist. Von daher kriegen wir hier solche komischen Konstellationen, die so aussehen wie, da hat sich jemand vermalt. Nee, da hat sich keiner vermalt, aber im Sinne eines EA-Traders, der vollautomatisch traden will, weiß ich natürlich nicht, wie der Preis von hier unten bis da oben gekommen ist. Also habe ich keinen definierten Open im Sinne von, er kommt nach dem Close. Und von daher ist diese Art von Renko-Charts für mich nicht die allersauberste. Deswegen habe ich eine andere Art von Renko-Charts. Die ist wieder straight forward. Sie benutzt genauso die Brick-Definition. Hier erzähle ich gleich noch ein Wort zu, allerdings in Prozent. Sie entsteht natürlich auch wieder aus den Tickdaten, keine Frage. Aber jetzt kriegen meine Kerzen zum einen auch Lunten und Dochte und komische Konstellationen zwischen Close und Open, wie hier an dieser Stelle. Ich bleibe mal noch kurz ein bisschen da. Und ihr findet noch zwei, drei andere Stellen hier im Chart, die allerdings alle auch zu erklären sind. Und ich weiß ganz genau, was da sozusagen passiert ist. Die diskutiere ich gleich noch. Aber gehen wir einfach mal an irgendeine Stelle und fangen wir einfach mal an.
fange ich zum Beispiel hier, ich lasse mal meine Maus kurz ein bisschen da stehen, bis sie auch auf dem Kontrollbild zu sehen ist. Genau, da haben wir eine Kerze, sie startet hier unten, sie ist weiß, ist also eine Long Brick Kerze, geht hier nach oben. Sie ist also so entstanden, dass hier unten, okay, da fangen wir an. Ab jetzt muss ich nur noch gucken, wird mein Preis abweichend von diesem Open um mehr als 0,3% da oben steht, ich will hier 0,3% Brick-Größen bauen, wird diese Größe abgearbeitet? Wenn ja, ist die Kerze zu Ende. Und hier wurde sie offensichtlich nach oben abgearbeitet, deswegen gibt es auch oben kein Docht, unten allerdings eine Lunte, weil wir mal irgendwann auch mal kurz nach unten abgewandert sind. Und dann haben wir unsere Gesamtbewegung von 0,3% hinter uns und die Kerze ist zu Ende. Mit dann dem nächsten Tick wird die nächste Kerze geöffnet und wie wir sehen, wird es eine Shortkerze. Zwischendurch gab es eine Bewegung, auch nach Norden. Die Bewegung war aber definitiv kleiner als 0,3%. Definitiv, sonst hätten wir nämlich da einen weiteren Brick bekommen. Für alle die, die sich jetzt hier gerade in Richtung auch Trading-Strategien, Entwicklung bemühen und auch daran denken, merken gleich hier einen zweiten Riesenvorteil, wenn man über solche Art von Brick-Candles redet. Bei einer klassischen Kerze, also einer zeitbasierten Kerze, wissen wir, sofern ein Stop-Loss und Take-Profit sehr eng sind, nicht, welches Ereignis innerhalb einer Kerze nachher zuerst gekommen ist, falls beides mal gerissen werden würde durch eine nächste Kerze. Sowohl der Stop-Loss als auch der Take-Profit wissen wir nie, was zuerst war. Hier gilt jetzt, wenn mein Stop-Loss weiter weg ist als 0,3%, stellen sich diese Fragen nicht. Also von daher habt das hier einen zweiten Vorteil. Zurück wieder in unsere Sequenz von Kerzen. Hier geht es jetzt nach unten und es ging vorher nie um mehr als 0,3% nach oben. Dann ist auch diese Kerze hier wieder zu Ende und die nächste startet und so weiter. Kurz, warum entstehen jetzt trotzdem so solche komischen Dinge wie hier? Naja, auch im Tick-Chart, also ich habe ja gesagt, auch diese Art von Kerzen basieren auf Ticks. Jetzt ist es aber so, dass in den Ticks auch mal größere Sprünge entstehen können. Entweder, weil zum Beispiel Wochenende war, Handelspausen, oder weil halt einfach größere Sprünge waren, wie bei Nachrichten. Da kann mal so ein Preis einfach auch mal deutlich durch die Gegend springen. Naja, da ich allerdings hier eine Definition habe, dass ich immer dann zu dem, also wenn mit dem Sprung meine Brick zu Ende gekommen ist, dann bin ich ja unter Umständen schon übers Ziel hinausgeschossen. Dann fange ich an dem übers Ziel hinausgeschossen meine neue Kerze an. Naja, und mein letzter davor befindlicher ist halt das Ende meiner Kerze. Deswegen entstehen hier auch schon mal solche Dinge. Okay, soweit zu den Bricks à la Stefan. Also, sie haben immer aufeinanderfolgende, also der Open einer Kerze ist typischerweise in der Nähe des Closes der vorherigen Kerze, so wie ich sonst auch gewohnt bin. Die Größendefinition ist auch klar. Ich nehme hier Prozent. Prozent nehme ich deshalb, weil ich so sämtliche unterschiedlichen Forex-Paare alle über einen Kamm scheren kann. Ich bin auch hier kein Freund von BIPs. Die BIPs schaffen es zwar, mir den japanischen Yen und die anderen, wie zum Beispiel Euro, US-Dollar, wieder auf ein vergleichbares Niveau zu bringen, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch Währungen, die eher vom Preis her bei 2 liegen und andere, die vielleicht bei 0,8 liegen. Wenn ich jetzt mit normalen BIPs rechne, gefällt mir das nicht. Dann sind die nicht gleichartig. Und deswegen mache ich mal alles in Prozent. Aber sei es drum. Also ich mache es halt in Prozent. So, und wenn man hier auf den Chart guckt, haben wir eigentlich schon unsere Strategie.
Hier steht es zwar nicht wirklich, Strategieansatz ist offensichtlich, aber ich hoffe, ihr habt den auch schon längst gesehen. Also mir gilt es nachher noch zu überprüfen, ob das jetzt hier nur ein Ausreißer war, weil ich hier irgendwie 59 Kerzen aus irgendeiner Vergangenheit ausgesucht habe, oder ob hinter dem, was man hier sieht, bereits eine valide Strategie ist, die sich hoffentlich auch noch in zahlreichen weiteren Währungspaaren, nicht nur im australischen Dollar, kanadischen Dollar, dann niederschlägt. Weil eigentlich haben wir hier schon eine fertige Trading-Strategie. Und ich guck mal, da geschrieben hat es noch keiner. Und die Antwort ist einfach: Counterbreaks. Also gehen wir mal in die Idealsituation. Ich gehe mal hier an die Stelle 39. Kerze. Diese Kerze kommt hier gerade zu einem Ende. Okay. Weil sie zu Ende ist, weiß ich das auch. Auch gut. Weil sie zu Ende ist, weiß ich, es war eine Shortkerze. Auch gut. Und jetzt kommt die ganze Strategie. Dann öffne ich jetzt einen Long Trade. Grund? Weil die Kerze, die gerade zu Ende gegangen ist, war eine Shortkerze. Also öffne ich jetzt ein Long Trade. Okay, habe ich gemacht. Trade läuft. Brick läuft, 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 läuft. Brick kommt zum Ende. Trade ist erfolgreich gewesen. Weil ich habe einen Long Trade gemacht. Analyse. Brick ist zu Ende. War eine Long-Kerze. Also, ich mache, ich sag ja, ich öffne immer Counter. Also mache ich jetzt wieder einen Short-Trade auf. Zu dem Preis. Wird wieder ein Erfolg. Wenn die Kerze geht zu Ende, ich mache einen Long-Trade auf. Wird wieder ein Erfolg. Naja, und so geht das jetzt hier munter weiter. Wenn ich hier jetzt angefangen habe, kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kerzen habe ich jetzt nur Gewinne. Also 7 Gewinntrades hintereinander. Der dann nächste wäre ein Verlusttrade. Weil ich hätte ja am Ende hier wieder einen Short Trade eröffnet. Nachdem der dann wiederum ein Verlust war, eröffne ich wieder einen Short Trade und der wäre auch ein Gewinntrade gewesen. Okay. Und der nächste wäre wieder ein Verlusttrade gewesen, dann wieder ein Gewinntrade, Verlusttrade und so weiter. Man kann schon mit bloßem Auge erkennen, dass die Anzahl der Gewinntrades hier in diesem Chart hier definitiv überwiegt. Hey, da haben wir doch eine Strategie. Das war jetzt irgendwie einfach, oder? Also, Strategie, Formulierung. Ich nehme Bricks. Und ich trade immer in die entgegengesetzte Richtung, wenn ein Brick zu Ende ist. That's it. Das war die ganze Strategie. Und dieser Trade hat gewissermaßen inhärent, wenn ich jetzt mal von Gaps übers Wochenende oder warum auch immer dieses Gap entsteht, absehe, hat der Trade gewissermaßen auch sowohl ein Stop-Loss als auch ein Take-Profit. Also, weil diese Brick ist ja immer nach endlicher Zeit, genau nach endlicher Preisbewegung zu Ende. In meinem Fall bei nach einer Preisbewegung von 0,3%. Was übrigens, dass man das mal so kurz einsortieren kann, was so ganz grob einer Preisbewegung von 30 Bips entspricht. Die Aussage wäre 100% richtig, wenn der Kurs gerade bei 1 ist. Aber so als kleine Übersetzungsformulierung, 1% Kerze sind 100 Bips, also 0,3% 30 Bips, so über den Daumen gepeilt. Also wie gesagt, bei Parität wäre es sogar korrekt. Stop-Loss und Take-Profit habe ich auch, weil, naja, mehr als 0,3 kann sich ja das nicht bewegen, weil dann ist der Break zu Ende. Auch prima. Das heißt, selbst das habe ich auch noch. Also ist nur die Frage, hat Stefan jetzt hier einen Ausschnitt gewählt, der einfach nur die These untermauern soll? Antwort, naja, so ein bisschen schon. Also ganz so doll, also jetzt so definitiv und super ist es nicht. Aber
Es ist eine verdammt einfache Strategie. Also überprüfen wir sie. Überprüfen heißt jetzt Folgendes. Lange Tabelle. Die Rechnung habe ich euch abgenommen. Und haben, könnte sie trotzdem. Ich vergrößere mal kurz. Ich will ein bisschen genauer erklären, was in der Tabelle zu finden ist. Damit man auch im Nachhinein noch so ein bisschen weiß, was ist denn hier gemacht. Also, was habe ich gemacht? Zum einen, ich habe 10 Jahre Kursdaten genommen. Gut. Und zwar Tick. 10 Jahre Tick-Daten für 28 Währungspaare plus Gold. Diese Ticks, die jetzt in dem Fall für australischer Dollar, kanadischer Dollar, wären das 244 Millionen. 244 Millionen Ticks, die habe ich jetzt erstmal sozusagen konvertiert in Bricks. Und hier steht die Einheit in Brick Size Percent 0,025. Also, wir erinnern uns, meine Umrechnung, grob 2,5 Bips, ziemlich klein. Von diesen habe ich 1,4 Millionen Bricks gefunden. Gut. Count Zeros ist jetzt nicht ganz so wichtig, was das ist. Braucht man sich darum zu kümmern. Und alles, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach in meinen Bricks gesucht. Nach der Kombination Short-Short, also schwarz-schwarz in der Farbendarstellung von gerade. Okay, gab es 298.000 Mal. Short-Long, also schwarz-weiß in den Farben wie vorhin, 380.000 Mal. Long-Short, 380.000 Mal. Long-Long, knapp 300.000 Mal. Naja, und dann habe ich einfach das Ganze in Prozent ausgerechnet. Also, ich habe 22% waren Short-Short, 28% Short-Long, 28% Long-Short und 21% oder knapp 22% Long-Long. Hey, das ist genau das, was wir wollen. Weil ich habe gesagt, wir machen Counter-Brick-Trading. Das heißt, erfolgreich sind für uns die, die Short-Long sind oder Long-Short. Die beiden Fälle sind für uns die profitablen Beiträge. Weil wenn eine Short-Katze da ist und ich einen Long-Trade eröffne, habe ich dann hier die 28%, liege ich genauso. Und Long-Short, die anderen 28%. Also kann ich eigentlich meine Short-Long und meine Long-Short addieren und meine Short-Short und meine Long-Long addieren. Oder ich benenne sie einfach um und nenne sie Percentage Counter. Also sprich, wie häufig hat dieser Counter-Ansatz funktioniert? 56%. Und wie oft hätte ich einen Follow-Ansatz gehabt? Naja, die verbleibenden 44%. Was da sonst noch hier gerade an Zahlen kommt, dazu kommen wir noch. Hallo, was heißt das? Das heißt, statistisch, also im Sinne eines Random Walks oder eines Flip-Coin-Experiments, also sprich, ich werfe eine Münze, hätte ich ja 50-50 erwartet. Was habe ich? 56 zu 44. Wow, nicht schlecht. Okay, gucken wir nochmal kurz, wie hier in der Tabelle das weitergeht. Danach werden die Brick Sizes größer. Und zwar immer um 2,5, also 0,025%, werden die immer größer, die Brick Sizes. Dafür geht natürlich die Anzahl meiner Brick Candles, wie man hier sieht, massiv runter. Weil logischerweise, dann habe ich nicht mehr so viele. Also so riesengroße Bricks, selbst bei 10 Jahren, also wenn ich die 0,5% Bricks nehme, habe ich dann schon nur noch 3000 Bricks. Gehen wir aber nochmal wieder hier hinten zu unserer Prozentdarstellung. Wie oft liegen wir denn richtig? Okay, ploppen wir das mal nur für den Fall. Also über 50% liege ich bei allen Brick Sizes. Und zwar
Deutlich. Bei den ganz kleinen Brick-Sizes sogar richtig doll. 56%. Hey, das ist mal Edge. Also der ist schon richtig, richtig, richtig gut. Wenn die Brick-Sizes größer werden, dann bleibt das insbesondere noch gut vorhanden. Geht hier also nicht komplett irgendwie auf 50% alles irgendwie zurück. Glücklicherweise nein. Also sehr schön. Da haben wir mal einen richtigen, richtigen Edge. Geht das eigentlich auch für alle anderen Währungspaare so? Vorab Antwort, nein, nicht so gut. Gucken wir uns das allerdings mal folgendermaßen an. Hier waren jetzt alle möglichen verschiedenen Brick Sizes. Ich nehme mal eine Brick Size heraus, und zwar die 0,1%. Also sowas wie 10 Pips. Oder, um es nochmal anders zu sagen, man sieht, das sind hier rund 82.000 für den australischen oder kanadischen Dollar, sind das rund 82.000 Bricks. Wenn man das jetzt mal wieder in Zeiten übersetzt, dann ist das so ungefähr sowas wie H1. Natürlich ist das keine H1-Candle, das weiß ich, also habe ich ja erzählt. Aber von der Häufigkeit her ist es ungefähr H1. Okay, jetzt gucken wir uns mal alle Währungspaare nur 0,1% Big Brick Size Größe an und schauen uns jetzt die verschiedenen Währungssymbole an. Und dann kriegen wir genau folgende Darstellung. Bestes Währungspaar überhaupt, australischer Dollar, Neuseeland-Dollar mit 57,5% Vorteil. Also sozusagen die 7,5 sind der Edge. 50-50 hätte ich auch würfeln können. Aber ich habe wirklich einen Überhang zur Counterstrategie. Und das auch sogar jetzt bei immerhin Kerzengrößen, die oder Kerzenhäufigkeiten, die ungefähr der H1-Kerze entsprechen. Hey, das ist mein Edge. Also der ist schon richtig, richtig cool. Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar, auch 56,5%. Dann kommen einige mit 55%. Okay. Definitiv Euro, US-Dollar, US-Dollar, japanischer Yen werden keine Kandidaten für diese Trading-Strategie. Hier sind wir nämlich ziemlich genau bei 50-50. Also da ist kein Blumentopf. Man lohnt sich nicht, darüber nachzudenken. Kein Kandidat für eine Counter-Brick-Strategie. Aber die anderen, damit lässt sich doch was machen. Also, das ist doch richtig ein Edge. Jetzt kommt allerdings die entscheidende noch zusätzliche Frage. Wir haben vor allen Dingen gesehen, wenn ich die Brick Sizes noch kleiner mache, wird der Edge sogar noch größer, also zahlenmäßig. Aber wir haben da noch was. Wir müssen noch was berücksichtigen. Und trotzdem bleibt über eine richtige Strategie. Also wir haben jetzt eigentlich schon geguckt, ist diese Idee Counterbricks belastbar? Also sprich, finden wir die für viele Währungspaare? Ja, nicht ganz für alle. Das gebe ich gerne zu. Also es geht nicht ganz für alle Symbole. Es geht auf jeden Fall für zig verschiedene Brick-Size-Größen. Das haben wir schon gesehen. Aber jetzt kommt natürlich noch die entscheidende Frage. Und was ist, wenn wir Kosten mit berücksichtigen müssen, was wir tun müssen, weil ein echter Trade hat natürlich immer auch Kosten, also Spreads und Commission. Wir können jetzt hier, ohne groß weiter neu zu rechnen, das ganz schnell analysieren. Und das durch einfach ein bisschen zusätzliche Excel-Gymnastik. Ganz kurz allgemein. Das, was man den Erwartungswert einer Trading-Strategie oder eines Kontos, eines Trading-Accounts nennt, kann man leicht formelmäßig erfassen. Nämlich den Prozentsatz aller Winner-Trades. Das wäre sowas wie gerade die 57. Also der Prozentsatz aller Winner-Trades mal den durchschnittlichen Gewinn. Da müssen wir gleich nochmal genauer gucken, was das denn ist in Fall der Brick-Counter-Strategie. Aber zurück zum Erwartungswert plus dem Prozentsatz aller
Losing Trades, also aller Verlusttrades, multipliziert mit dem durchschnittlichen Verlust, der ja dann negativ ist. Und das ist das, was man den Erwartungswert einer Trading-Strategie nennt. Das ist nämlich der Erwartungswert eines einzelnen Trades, dann schließlich endlich. Also ich habe zwar tausende von Trades gemacht, aber das ist dann der Erwartungswert. Also sowas wie der durchschnittliche Trade, aber durchschnittlich im Sinne von Erwartungswert. Das ist eine hoffentlich bekannte Formel und allgemein gültig. Jetzt in unserem Fall, wenn wir jetzt wirklich knallhart unsere Bricks als Counter-Brick-Trading-Strategie traden wollen, ja, dann müssen wir noch was zusätzlich kennen. Wir kennen ja unsere Brick-Sizes in Prozent. Ja, weil die gebe ich ja vor. 0,3% zum Beispiel. Wir müssen jetzt einfach nur unsere Kosten, also das, was wir als Spread und Commission haben, ebenfalls in so eine Prozentvariante umrechnen. Das war gar nicht so schwer. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Euro-US-Dollar. Euro-US-Dollar hat einen Spread in Bips. Ja, der ist so 0,5 Bips. Also der ist wirklich klein. Das in Prozent ist 0,005. Ja, und ungefähr genau in der gleichen Größenordnung. Es kommt auch nochmal die Commission zum Tragen. Ich weiß, man muss immer genau die Währungen und berücksichtigen. Das heißt, für einen Euro-US-Dollar-Trade könnten wir mit Kosten von 0,01% die komplett ungefähr erfassen. Das wären die Kosten in Prozent. Das kann man auch genauer wirklich im Detail rechnen. Kommt dann immer noch das Gleiche raus, als wenn ich das hier so gerade so quasi mit Händen und Füßen mache. Das heißt, wenn, das war jetzt Euro-US-Dollar, der ist immer besonders billig, in Anführungsstrichen, also der hat die kleinen Spreads. Also wenn wir als Faustformel nehmen, wir nehmen Kosten in Prozent von 0,02, dann sind wir nicht auf der sicheren Seite, das will ich nicht behaupten, aber dann kriegen wir zumindest die meisten Währungspaare damit beschrieben. Besser wäre noch ein bisschen Futter oben drauf zu legen, dann als zusätzliche Reserve. Aber bleiben wir mal bei roundabout 0,02 oder wieder in Bips gesagt, es wären sowas wie 2 Bips Kosten, wenn der zugrunde liegende Preis exakt 1 ist und der Wechselkurs ebenfalls 1 ist. Dann wären das ungefähr 2 Bips. Ja, denk mal, passt. 2 Bips Kosten kann man mit arbeiten, also kann man mit traden. Naja, wenn wir jetzt unseren Erwartungswert von unserer Counterbrick-Strategie ausrechnen wollen, dann können wir die gleiche Formel von hier oben nehmen, also sprich diese hier, und jetzt unsere Kosten und die Brick-Sizes einfach mit reinbringen. Also dann haben wir genau diese Formel und können unseren Netto, also nach Kosten, Erwartungswert sofort berechnen, weil es ist, da fehlt der Prozent Win und da habe ich was vergessen. Oh, sorry. Mein Gott, das ist jetzt aber hier. Nein, das ist doch alles richtig. Jetzt rede ich hier gerade Blödsinn. Entschuldige für das. Also man musste nur hier oben einsetzen, dann hat man die richtige Formel. Also der Average Win Netto ist ja genau die Brick Size minus die Kosten. Also die Brick ist zu Ende, der Trade ist beendet. Die Kosten kriege ich ja immer einmal abgezogen. Und genauso ist es natürlich, wenn ich für meine Loser-Trades, das ist dann die Brick-Size plus die Kosten. Und das Ganze verliere ich alles. Deswegen hier das Minuszeichen. Und schon habe ich den Erwartungswert. Ja, jetzt kann ich wieder zurückgehen in mein Excel-Sheet. Und wenn ich zurückgehe in mein Excel-Sheet und einfach dann hier mal, nein, das ist falsch, doch, ist auch richtig, so, und dann habe ich genau hier hinten nochmal unsere, diese Formel mit dran geklatscht, also die gleiche Formel, die ich gerade schon auf dem
Sheet entworfen habe. Ich warte mal, bis es auch jetzt erscheint. Ihr könnt es vielleicht erahnen, das ist genau die gleiche Formel. Ich dividiere nachher nochmal durch 100, weil ich meine Prozentangaben hier, also meine 56%, die ich habe für Percentage Counter, ist ja, muss ich noch durch 100 definieren. Das mache ich hier im Nachhinein und dividiere noch durch 100 und kriege schließlich hier meinen Erwartungswert raus, wenn ich die Kosten annehme mit 0,02%. Und schwuppdiwupps habe ich hier meinen Erwartungswert. Und jetzt sortiere ich einfach meine ganze Tabelle nach dem Ganzen absteigend und habe die am besten funktionierenden Gewinner vorne. Mit einem Erwartungswert pro Trade von 0,02, das ist nicht schlecht, das kann ich euch sagen. Das ist nicht schlecht. Und was ist es? Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar mit einer ziemlich großen Brick-Size. Naja, wenn man jetzt mal guckt, wer hier die Hitliste anführt, dann ist es ohnehin immer eher die mit großen Brick-Sizes. Ist irgendwie klar, weil innerhalb einer großen Brick-Size fallen die Kosten sozusagen nachher weniger auf. Wenn ich also trotzdem noch einen guten Edge habe, also je größer die Brick Size ist, desto kleiner kann ruhig der Edge werden, wenn ich die Kosten berücksichtige. Aber es überwiegt dann der Effekt offensichtlich hier, deswegen tendiert das Ganze zu größeren Brick Sizes. Das Ganze könnte ich jetzt hier auch für unterschiedliche die Symbole. Ich habe sie jetzt nicht einzeln sortiert, sondern man sieht Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar in mehreren Brick Size-Varianten besonders weit oben. Britisches Pfund, kanadischer Dollar und so weiter. Es tauchen also einige jetzt hier in der Hitliste ziemlich weit oben auf. Wir können auch kurz Folgendes machen, weil das ist jetzt hier nach Erwartungswert. Jetzt kann man das, den Erwartungswert, aber auch noch multiplizieren mit der Anzahl der Bricks, die wir haben. Dann haben wir auch den gesamten Gewinn. Und zwar in Prozent, 73%. Das ist übrigens richtig viel, wenn ihr jetzt darüber genauer nachdenkt und meint, 73% ist nicht viel. Da kommt nachher der gehebelte Handel zu und und. Also glaubt mir, es ist ganz schön Kohle, die man hier dann mit dieser Strategie machen kann. Und das sortieren wir jetzt einfach nochmal absteigend. Dann haben wir jetzt die in absoluten beste Strategie ganz, ganz, ganz vorne stehen. Und dann sind wir bei Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken in einer mittelgroßen Brick-Size-Größe kommen immerhin knapp 11.000 Trades zustande und wir haben einen guten Erwartungswert und einen guten Profit. Und nochmal, die Strategie war ja trivial, also mehr als trivial. Brick ist zu Ende, Trade wird geöffnet und ich warte, bis diese Brick zu Ende ist. Das ist die ganze Strategie. Das ist wirklich cool. Und das statistisch belastbar? Ja, 11.000 Trades, das ist statistisch belastbar. Also von daher absolut valide Strategie. Und ja, kann man mitarbeiten. Auch mit Kosten. Das, was vielleicht anfangs nur nach einem Wahrscheinlichkeitsvorteil aussah, Counterbricks und vielleicht die Kosten nicht noch trägt. Nee, er trägt ebenfalls die Kosten und von daher haben wir auf Basis von Renko-Charts eine ganz einfache Trading-Strategie, die schon durchgerechnet und das wirklich, wirklich ganz schön straightforward. Ich will trotzdem nochmal den einen Punkt erwähnen und in die Zusammenfassung hier nochmal ein bisschen hervorheben. Diese Renko- oder Brick-Charts, die fokussieren nun mal auf die Preisbewegung. Und das ist das, was im Zweifelsfall irgendwie das Bessere ist als die zeitliche Bewegung. Also der H1-Chart, ja, 24 Kerzen und ich habe einen Tag, das ist alles nett. Aber wenn sich der Preis nicht bewegt, habe ich immer noch 24 Kerzen und eigentlich ist noch gar nichts passiert. Naja, und in einem solchen Brick-Chart
Wenn sich dann nichts tut und ich jetzt nicht beliebig kleine Brick-Größen vorgebe, verschwindet die ganze Kerze in einer, also die ganze Nacht und die ganze Bewegung alle in einer Kerze und brauchen mich nicht mehr, auch nicht visuell weiter stören. Das macht den Charme aus. Wir sehen, dass so ein Counterbrick inhärenten Edge hat, was wirklich cool ist. Nicht für alle Währungspaare und insbesondere so klassische Lieblinge wie Euro, US-Dollar und US-Dollar, japanischer Yen, funktionieren da gar nicht. Gold auch nicht. Aber einige von den Miners, gerade die Miners, sind da wirklich super. Und das auch noch nach Kosten. Nochmal das Angebot. Wer die Folien haben möchte oder auch die Excel-Sheets, die ich da gezeigt habe, gerne. Kein Problem, schicke ich euch gerne zu. Einfach eine E-Mail hier an s.friedrichowski@jfdbank.com und ich werde sie euch möglichst schnell zuschicken. Ja, Aufzeichnungen gibt es natürlich auch. Morgen dürfte sie auf dem YouTube-Kanal dann da sein. Soweit von mir. Ich hoffe, hat euch gefallen, auch mal wieder ein Webinar von meiner Seite zu haben. Euch natürlich allen noch einen schönen Abend. Bleibt sicher und tradet sicher. Wünsche ich euch natürlich beides. Dann macht's mal gut. Ciao.